Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir wollen rein, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal Saisonabschluss, Saisonende und so und dann neue... Oh nein, 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 ich muss noch eine Sache machen. Abbrechen. Okay. Denn wir müssen einmal ganz kurz gucken. Wir haben 1,8 Millionen Gehaltbudget gehabt, ne? Jetzt am Ende geben wir aus. 1,8 Millionen. Das heißt, wir müssen mindestens 2 Millionen für Gehälter. Okay. 2 Millionen. 2 Millionen. Müsst ihr euch merken jetzt, das ist wichtig. Weil gleich werden die neuen Gehälter verhandelt. Und da müssen wir ungefähr wissen, wo wir stehen. Ja, ich kann national als internationales Prestige zeigen, aber ich glaube, es ist 2-0. Wie fast immer. DFB-Pokal leider nicht qualifiziert. Platzierung, Saisonziel, Liga war alles geben. Haben wir schon mal geschafft. Somehow. Beste Entwicklung war natürlich Pogo. Zweite Mannschaft ist leider abgestiegen. Budgets. Transfers haben wir plus gemacht. Spieler. Keiner von uns. Ah doch, Zonga. So, Achtung, jetzt kommt ein lauter Sound. Reserve verbessert, Jugendabteilung verbessert, Durchschnittsalter verbessert, taktisch extrem verbessert, Fairplay. Verträge von Topspielen laufen aus. Oh, das ist true. Alle unsere Verträge von unseren Topspielen laufen aus. Rücknummer schon geändert? Nee, good point. Ich weiß immer noch nicht, wo es geht, aber das finden wir garantiert raus. Oh, ich bin... Ah, also das wird den... Wir kriegen die Jugendspieler halt immer nur, weil wir denen nur 2 Jahre Vertrag geben und nicht direkt 4. Aber dann ist die Frage, ob die jetzt verlängern. Weil wenn die nicht verlängern... Da wird's krass. Das ist ein Drache, Marco. Erste Mannschaft mit der öffnenden Attacke gibt es einen Button. Okay, danke schön. So, wir gucken direkt mal Regionalliga Nordost. Ah, da hätten wir schon mal auf 50k mehr machen können, ne? What the fuck? LOL! Endo bei Union Berlin als Europas Topfeld. Im Sturm. Es passieren noch Zeichen und Wunder. Bayern in der Europa League. Nee, Marco, der Champ ist echt mega cute. Du wirst ihn auch mögen. Darfst du, scheiterst du an den Smiley, Simon? Welche Stellwert wünschen Sie in der Nachwuchsabteilung des Clubs? Wenn man unser Durchschnittsalter im letzten Spiel gesehen hat, stellt sich die Frage eigentlich gar nicht. So nämlich. So nämlich. So, 2 Millionen habe ich gesagt, ne? Obere Tabellenhälfte. Ja, gut. Ich denke, wir gehen bei Transfers was runter, weil ehrlicherweise passiert da eh nichts. Stark. Ich kenne den ja gar nicht. Kennt den wer? Vikingo Gota? Für 100k? Ganz schwer, ne? Okay, jährlicher Bericht. Wir haben
Gewinn gemacht. Spieler sind froh über Neuverpflichtung. Boah, das ist aber auch eine Granate, ne? Junge, Junge, Junge. 66.000 dafür bekommen, ist ja gar nichts. Obeto ist ein bisschen schwächer, als ich gehofft hatte. Vor allem kriegt er, glaube ich, 50.000 bei mir, ne? Das sind sehr viel. Danny Diaz kriegt 50.000, aber die ist auch wert. Der existiert auch in echt. Ja, da muss man natürlich wieder so ein bisschen, ne, auf gut Glück arbeiten. Wir sind natürlich in allen Budgets sofort im Minus. Siehst du, das hilft dich bis in die Bundesliga, aber Sega hat das Projekt ja leider auch irgendwann aufgehört. Also erstmal war das Sega-Projekt nie so lange angelegt. Ich habe das Sega-Projekt persönlich 14 Saisons lang gespielt, aber es ist einfach Schwachsinn, das so lange auf Twitch zu machen. Sondern es war mein Spiel, was ich nebenbei zocke. Grundsätzlich ist dieses Jahr das Jahr, wo ich immer das machen will, worauf ich Bock habe. Und deswegen verpflichte ich mich jetzt zu nichts oder so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, das bis zum Ende durchzuziehen. Weil ich glaube, dass es einfach sehr viel Spaß macht. Bis jetzt macht es mir auch einfach mega viel Spaß. Das ist echt sehr cool. So. Ja, wir haben viele junge, neue Leute. Das heißt, wir sagen erstmal allen Hallo, ne? Aber wir werden auch große Probleme mit der Gehaltsstruktur haben, denke ich. Ja, ich habe 380 Stunden gespielt im Sega. Ich kann mir aber zum Beispiel auch vorstellen, dass ich den Speicherstand hier auch irgendwann ein bisschen offline weiterzocke. Ja, ich habe tatsächlich gute OMs. Okay. Kann man das überhaupt viel beeinflussen? Also die Spiele sind ja immer noch simuliert. Ja, also hier in dem Manager machst du halt sehr viel über Transfers und so. Das ist wahrscheinlich mit das Größte, was du beeinflussen kannst. Und beim Sega Manager, da kannst du tatsächlich sehr viel beeinflussen, was passiert. So. Also da ist die Einstellungsmöglichkeiten schon sehr, sehr, sehr weitreichend. Der ist aber tatsächlich auch, von reinen Fähigkeiten kann der auch ZM spielen. Der braucht einfach nur ein bisschen, bis er da eingespielt ist. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Das Regionalliga. Wir haben die Klasse gehalten das letzte Mal, aber auch nicht mehr als das. Ja, wir brauchen tatsächlich keinen neuen Captain, weil witzigerweise ist die Teamhierarchie sonst komplett im Arsch. Scheinbar auch so am Arsch. Ja, da möchten sich jetzt einige grundsätzlich fair bezahlt werden. And I get it. Aber wir müssen leider jetzt erstmal Beto loswerden. Also der war... Also wir riskieren da ja immer so ein bisschen was, aber... Ja, würde ich auch für 500.000... Mal gucken, ob wir den nicht loswerden.
Warte, wir machen das mal anders. Also wir machen erstmal... Ah, wobei das schon angenehm ist, wenn er einfach sofort mit der Kaufoption geht, ne? Da würden wir uns freuen. Müssen wir so ein paar mitnehmen? Weil das schon immer... Das ging da gerade nicht mehr. Ja, wir machen einen Mega-Profit. Weil wir die ja... Also wir haben eine Abfindung an Real Madrid gezahlt, aber das war dann auch alles. So... Jetzt haben wir natürlich mit Jakob Versi den nächsten talentierten Innenverteidiger in unseren Reihen. David hat mir aber sehr gut letzte Saison gefallen. Konstantin Rausch hat seinen Stammplatz schon verloren. Interessant, wie wenig der M es gibt, ne? Kann ich mir vorstellen, dass wir Erik Schneider abgeben. In welcher Truppe gehen wir hier realistisch gesehen in die Saison? Also ich hätte Pogo sehr gerne in der ersten Elf, aber es wird sehr schwer. Ist der Kapitän 40? Ja. Der ist der Kindergärtner. Der ist der Kindergärtner auf jeden Fall. Wir haben halt jetzt mit Hermann und Diaz haben wir natürlich schon zwei offensive Außen, die ich sehr, sehr, sehr gut finde, ne? Ich muss mich erst noch steigern. Ja, aber du hast doch das höchste Talent. Ansonsten gibt es natürlich die Überlegung, ob man hier ein bisschen Tafelsilber abgibt, aber wir haben tatsächlich gar nicht so... fantastisch teure Spieler diesmal unter Vertrag, ne? Danny Diaz, ja. Ja. Jakob, wäre sie einfach nur mehr wert, weil er Engländer ist? Ja, der Marktwert der Spieler geht immer hart runter, wenn sie zu mir kommen. Das ist leider relativ normal. Das Ding ist, Sakuto Paso hat auch mit das beste Gehalt. Ich finde den aber auch mega. Aber ich glaube, der setzt sich hier nicht durch. Boah, der Klaus kriegt 19.000. Der muss leider gehen, ne? Aber eine zweite Mannschaft, eine volle, ja, ne? Der ist halt auch super. Okay, also erstmal machen wir ganz kurz das Sponsoring. YouTube TV! Also wenn schon mal etwas passender war in meinem Leben.
Ich meine, YouTube TV ist ja so brutal passend. Also, ja. Vielleicht hätte man auch noch mehr haben können. Aber das hat einfach zu gut gepasst. Mein zweiter Torwart ist tatsächlich sehr irrelevant. Weil in der zweiten Mannschaft spielt schon so da im Tor. Oh. Dachte ich. Witzig. Dann Jugendmannschaften. Wir haben endlich mal eine volle A-Jugend. Müssen wir aber tatsächlich ein paar von nach Hause schicken. Ein halbes Sterntalent, also das ist ja komplett verloren. Ah, Bergi. Bergi ist jetzt tatsächlich auch endlich mal in der A-Jugend. Das sieht gut aus. Ja, und ansonsten, also ich sehe keine Möglichkeit mit OM zu spielen, während wir mit rechter und linker Stürmer spielen, ne? Also, oh doch. Wir könnten natürlich einfach 4-2-3-1 spielen. Mit zwei DMs. Die Doppel-ZM-Variante ist eigentlich immer so ein bisschen die OP im EA-Manager, weil die einfach im Schnitt bessere Noten kriegen. Gerade im Textmodus. So, aber jetzt müsste ich gerade einmal schauen, wer von den neuen. Ob irgendwer von denen generiert ist. Tatsächlich ist keiner generiert, ne? Doch. Jakob Versi. Lieber Omre. Ist es Jakob Omre oder hättest du gern was anderes als Namen? Der Jakob Omre. Sehr schön. Danke nochmal an die für die 5 Subs. Ja, Diaz da, gefällt mir sehr gut. Sturm ist okay besetzt. Beto, wie gesagt, halt zu teuer. Da stellt sich natürlich jetzt ein bisschen die Frage, wo spielt dann Pogo? Und wo spielt Raphael? Weil Raphael ist da nicht mehr unangefochtener Stammspieler, ne? Weil dann ist es Jensen. Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt ins 4-1, 4-2, ne? 4-2, 1-3? Nee, ich hätte gerne 4-2. Das hätte ich gerne. Weil das könnte eigentlich sehr gut zu unserer Mannschaft passen. Mit leichten Abzügen, weil wir halt keinen einzigen DM haben, der gut ist. Ja, Klaus müssen wir leider verkaufen, weil 19.000 Gehalt ist wirklich einfach komplett absurd. Mal gerade gucken, ob ich den für 7.000 irgendwo hinkriege. Ich denke, 7.000 ist zu viel. Okay, das heißt, wir müssen den Preis verringern.
Jetzt mal für 5. Oh yes, baby! Yes. God bless. Ich bin ein DMZ, das passt. Yannick, danke dir für deinen 4. Monat. Ja, also wir können auch tatsächlich die Diskussion im Chat leider einfach nicht dulden, weil das einfach nicht erlaubt ist. So, Arsis wird keine Azis, wird keine Rolle mehr spielen, ne? Krilo hat mir sehr, sehr gut gefallen in den ersten Saisons, aber wird ja auch nichts mehr machen. Wenn wir jetzt alle Mitspieler in deinem Team... nee. Polyshare, danke dir für deinen Twitch Prime. Aber immer wenn wir einen generierten Spieler haben, dann könnt ihr die Rechte an diesen Spieler für 5 Euro, für 5 Subgift euch sichern. Katzen, es tut mir echt leid, ne? Aber dadurch, dass du nichts kostet, gehst du einfach in die zweite Mannschaft. 42 ist einfach nicht gut genug, ne? Ja, hier ist es eine Maschine. Ja, dann wird Uzden leider auch abgegeben werden. Das Einzige, was halt jetzt so ein bisschen spannend ist, ist das hier, ne? Wen davon kann man halten? Kann, ja, ja, wir haben, also das hier zum Beispiel ist ein IV, der jetzt DM spielt. Aber tatsächlich ist das auch ein Problem, glaube ich, generell in dem Manager, weil es werden scheinbar wenig DMs generiert. Aber wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen. Also wir haben ja verhältnismäßig viel schon reingescoutet. Oh, Hertha ist zweite Liga. Ja, das ist sehr witzig. Da gibt es einfach deutlich viel. Das ist auch zweite Liga. I mean, it kind of makes sense. But still. Bayern. Also da sind die DM-Positionen am Ende dann doch oft eher schwach besetzt. Oh. Wird das dann wiederum... Könnte was sein, ne? Ich darf mal fragen, was du vom Gaudenwechsel zu Hamburg hältst. Ich glaube, wenn deren Sportdirektor nicht so angezählt gewesen wäre, dann hätten sie ja wahrscheinlich ihren eigenes Trainertalent durchgehen lassen. Aber ich glaube, der Sportdirektor ist so in, hat so Angst, wahrscheinlich ehrlicherweise auch berechtigterweise, dass der den in dem Moment das Risiko nicht eingehen kann, soll, wollte. Und ich glaube deswegen, ja, ist es am Ende so gekommen, dass er jetzt da ist.
Und ich glaube, Baumgart ist immer eine gute Verpflichtung, ne? Gerade erst zur zweiten und so. Ja, ich meine, Pulzing kommt, also ist ja aktuell auch Teil des Clubs. Also ich glaube, klar ist der Druck in der ersten Mannschaft viel, viel höher. Aber du siehst ja an Pauli, wie gut es funktioniert. Es ist ja einfach nicht gesagt, dass es nicht funktionieren kann, ne? Ich glaube, die meisten nehmen den 13er als Basis. Der 14er war basically einfach nur der 13er mit mehr Bugs. Ich kann mir gut vorstellen, dass Also ich glaube, der 14er war die größte Enttäuschung. Das ist übrigens auch immer ein Argument, warum er eingestellt wurde mit. Weil es halt schon unangenehm war. Also viele sagen immer, ja, der wurde eingestellt, weil er nicht erfolgreich war und so. Und ja, for sure. Aber eben halt auch zum nicht unrealistischen Teil, weil der 14er so eine Enttäuschung war. The fuck? Ja, der ist zu teuer für das Geld, ne? Hi. Welche Nationalität ist eigentlich mein Spieler? Ich kann gleich nachschauen. Jetzt alles selbst durchzuklicken. Ach so. So, Spieler sind happy über Neuverpflichtungen, also ein bisschen was ist passiert. Ja, also tatsächlich wäre jetzt wichtiger zu wissen, wer bereit ist zu verlängern. Von denen, wo es ausläuft. Aber das sollten wir jetzt erst checken, wenn wir uns tatsächlich Gehälter auch leisten können. Weil wenn wir sonst... Was hier passiert? Achso. So, Paderborn. Mal gucken. Wenn wir 50.000 sagen, dann fallen die raus. Was ist, wenn wir 45.000 sagen? Dann fallen sie auch raus. Klaus für 5.000 weg. Das ist super. Wir werden das Stadion ausbauen. Ich werde verstärkt auf die Jugend setzen. Sind die jetzt bei 45.000 abgesprungen oder nicht? FM13 gerne immer in den Chat geben. Ich kann euch da leider auch nicht helfen. Aber 42.000. Boah, also wir haben tatsächlich... Ich schau mal ganz kurz umre. Er ist Engländer. Hohes taktisches Verständnis, extrem gute Grätschen und eine Lifestyle-Ikone. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Fußballmanager. Simuliert man quasi einen Verein mit allen Drum und Dran. Also fast allen Drum und Dran. Okay. Ja, Sakuta Pasu, ich danke dir für alles, was du für diesen Verein geleistet hast. Aber mit deinem 22.000 Gehalt ist es leider Zeit zu gehen. Einfach irgendwo hin. Sollen wir uns die ganzen Mails durchlesen?
Jetzt ist es von Bayern, ja, das ist korrekt. Ja, also tatsächlich könnte man überlegen, ob man Davis für 300.000 abgibt. Ich finde den zwar top, aber wir haben mit Omre natürlich jemanden, der ehrlicherweise ziemlich genauso stark ist. Wahrscheinlich uns halt jetzt nicht nochmal was kostet, ne? Ups, machen wir einen Tag der Jugend. Machen wir einen Sponsorentag. Machen wir hier eine Saisoneröffnung. Dann machen wir hier wieder unser berühmtes Mathe-Trainingslager. Eine Autogrammstunde. Mal gucken, wer noch so auf Malle ist. Ein paar spanische Clubs sind zumindest in der Nähe. Du hast ja sagen, nur 44% Stadionauslastung. Ja, das lag aber, ist aber ein Bug, weil ich quasi 30 Spieltage davon ein kleines Stadion hatte, dann 4 Spieltage ein großes und dann waren die sehr confused. So, ich würde den nur abgeben, wenn ihr mir 350.000 zahlt und ich 15% am nächsten Transfer kriege. Leihgebühr 40.000. Dann geht er nach Nürnberg. Ah. Da waren 5. So, ich schau, wo die Kini ist. So, da bin ich wieder. Manager möchte gerne einen Ablösefall von. Nee, also Ablösefall würde gar nichts passieren. So. Ja, wir müssen mal hier so ein bisschen halt die Aktion im Blick behalten. Ich würde gerne mal testen, was passiert, wenn wir jetzt Fananleihen machen. Für ein Jahr. Guck mal, da müssen wir ja fast gar nichts drauf sein. Aber holen mal kurz eine Mille raus. Das scheint mir sehr, sehr günstig. Weil ich glaube... 600k. Oh, der war schon mega gut, ne? Oh, dieser Verein war ein Teil meines Lebens und ich werde die Mannschaft, die Fans und den Trainer immer gut in Erinnerung behalten. Vielleicht komme ich ja eines Tages zurück. Gott.
Ja, das Problem ist, ich glaube, Henning kann ich eher ersetzen, wisst ihr? Also erstmal haben wir noch Rauschen, ja. Und es ist halt auch, wir sind halt immer noch in der Phase, wo man auch Geld generieren muss. Weil wir haben auch viele Junge. Wie so spät ich mir sehen kann, bei welchen Spielen das Gespräch, du musst mir Verantwortung geben, ob wirklich dazu was führt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es junge Spieler grundsätzlich gar nicht machen. Es machen quasi nur Spieler, die eine hohe Führungsqualität haben, aber in deiner Mannschaft aus irgendwelchen Gründen noch keine übernommen haben. Das ist aber für gewöhnlich eigentlich sehr selten. Und ich glaube, sie gehen dann in der Teamhierarchie hoch und die Führungsqualität wird besser. So, wir können ja mal darüber reden. Haben wir 700.000? Ist halt irgendwie, also bis jetzt konnten wir noch keinmal irgendwas verhandeln. Aber ich muss hier auf jeden Fall mal. Weil vielleicht kann ich den ja einfach sagen, du hör mal. Ich will mal mindestens 605. Oh! Achso, der ist auf der Transferliste, weil ich mit einem verhandle, ne? Eine Mitgliedskampagne ist einfach immer viel zu teuer. Habe ich schon mal geschafft, dass ein Kooperationsvertrag einen niedrigen vereinbeizigen Nutzen hat? Ja, das habe ich. Aber Kooperationsvertrag hatte ich das Gefühl, war auch einfach noch kein Feature, was funktioniert, ne? Oh Gott, bless. Oh, dann kurz mal wieder zu speichern. So, wir müssen ein bisschen was in Taktik machen, weil ich scheinbar über die Zeit dann doch ein bisschen was verpasst habe mir. Der Rest muss in Teamwork, weil das letzte Mal einfach eine Katastrophe war. Wo spielt der MSV Duisburg in dieser Karriere? Da, wo er auch in echt spielt, plus zwei Saisons später. Was mit Bezo? Ist er schon weg? Ja, du hilfst halt eigentlich meiner zweiten Mannschaft. Das tut mir echt weh, aber ich will dich eigentlich nicht abgeben. Dich vielleicht schon, aber nur unter gewissen Umständen. Paso ist weg. Ah, Bezo ist auch weg, oder? Sonst hätten wir ja nicht auf einmal 100.000 viel Spielergehälter. Ja. Das heißt, jetzt können wir hingehen und sagen, okay, die Verträge laufen aus von meinen Spielern.
von echt wichtigen teilweise. Lass mal quatschen. Okay. Ja. Das ist ein Problem, wa? Boah. Das heißt aber auch, dass ich die immer und immer wieder verlieren werde. Das ist schon Ruffy McTuffy, ja. Wo sehe ich denn nochmal mein Prestige und so, ne? Boah, das ist schon rough. Das ist ja der ganze Kader, ne? Das ist quasi jeder. Das sind 6 Stammspieler und meine ganze Bank. Das heißt, wir müssten die alle paar Monate ersetzen. Was jetzt nicht völlig absurd ist, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin, aber. Ist schon Ruffy. Ist schon einfach ein Ruffy McTuffy. Boah, das wird schwer. Müssen wir mal kurz ein bisschen Money reinholen hier. Ah, ist schon echt hart. Ja, wir werden jetzt natürlich wieder die halbe erste Liga uns die Sachen anschauen. Und dann wieder gucken, wen wir holen können, ne? Also der zum Beispiel wäre der direkte Henning-Nachfolger. Hätte ich jetzt auch gar kein Problem mit, den aber sofort zu holen. Still.
Der ist recht wichtig für uns, ne? Man könnte garantiert auch gucken, ob man die direkt für 3 Jahre verpflichten kann. Weil es hier und da halt auch einfach echt schwer. Ja, aber am Ende sind wir ein Ausbildungsverein, ne? Wir sind da, um... Ich bin so auf Verzweifelt, weil niemand bei mir verlängern wollen wird. Okay. Henning könnte weg sein. Nudo und ich sind noch da, der Rest will weg. Ja. Also die es laufen halt 10 Verträge Ende des Jahres aus. Und das ist halt leider ein bisschen sehr arg viel. Was ist hier los? Warum werden wir den nicht los? Was habe ich denn da gerade aus Versehen draufgeklickt gehabt? Okay, ja, den werden wir schon noch los. Also was ist loswerden, ne? Den ersetzen wir liebevoll. Ja, und dann probieren wir mal die neue Aufstellung. Spandau 2. Tagi Pogo. Dann Omre wahrscheinlich von Anfang an spielen lassen. Es wird wild. Ach du Scheiße. Wait, war das meine Spielstärke, die so absurd hoch war, oder war das deren? Von 700 gelesen. Kann eigentlich nicht viel gewesen sein, ne? Ja, 1-2 gute DMs wären echt eine recht wichtige Option. Stimmung 14. Sind begeistert. Absolut keine einzige Torschance gehabt in der neuen Taktik. Das wiederum ist weniger begeisternd. Erik Schneider über falsche Rückennummer sauer. Habe ich dir jetzt wirklich die falsche gegeben? Ich fasse es nicht. Maximilian Henk ist der neue Rekordtransfer des TSV 1860 München. Und meiner auch. Was jetzt passiert? Topspieler verlässt den Verein. Maximilian Henk verlässt Eintracht Spandau. 18 Jahre, 65er Stärke, Maschine. Ah, ich wollte ihn 4 geben, aber ich habe ihm 3 gegeben. Ups.
Ja, ich verstehe, dass die enttäuscht sind. Aber ich sage halt auch mal so, ne? Wir haben gerade 500.000 eingenommen. Also, ich finde, man muss schon noch halbwegs realistisch damit umgehen, dass wir ein Ausbildungsverein sind, ne? Wir können halt nicht wie andere hier alle zwei Wochen ein Superteam haben. Wir müssen uns das hart erarbeiten. Ja, wir versuchen jetzt einfach in allen Mannschaften, die wir schon so ein bisschen gescoutet hatten, uns die DMs rauszuziehen. Weil das einfach schön wäre, wenn wir das schaffen. Gab es nicht bei Bayern noch einen? Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass Bayern noch einen DM hatte, den wir noch nicht geklaut hatten. Ist auch nicht so eine Rakete, ne? Kara. Ja, hoffen wir, dass der kommt. Wir sind nur 2 Jahre, die nehmen mehr einfach nicht an. Aber ja, wahrscheinlich sollten wir es mittlerweile einfach riskieren. 1, 2 ältere Führungsspieler. Ja. Wahrscheinlich nicht die dümmste Idee. Wo ist der schon weg? Oder warum darf ich da nichts mehr einstellen? Oh, fantastisch. Jetzt ein Wechsel für 120.000. Wir zahlen 90.000 für Federsen. Herausragend. Ich sehe für Kirillo auch keinen Platz mehr, ne? Pedersen ist auch kein erstellter Spieler. Ich fasse es nicht. 62, 63, 61, 66, 62, das sind schon gute Leute dabei. Jetzt muss halt quasi David noch gehen. Und dann brauchen wir noch ein DM. Aber das Team ist auf jeden Fall solid. Und wir haben richtig Geld noch in der... Also wir haben noch richtig Money. Und entweder... holen wir uns dafür noch was ganz was Feines. Xolo von Greif. Danke dir ganz herzlich für deinen Sub. Wir könnten ja mal gucken, ob es mittlerweile Leute gibt mit 3,5 Sternen, die zu uns kommen. Die nicht 70 sind. Tatsächlich. Also es scheint ein bisschen ein Idiot zu sein, der Paris-Brunner. Im echten Leben. Jetzt irgendwie beim Trainingslager ausgebüxt und so. Oh, Justin Deal. Aber schon sehr teuer, ne? Ja, die Gelder sind dann auch wieder so ein Thema, ne?
Was haben wir hier Feines? So, wenn ich den jetzt scoute, dann breche ich alles andere wieder ab, ne? Oh, Lexelot hat gerade gar nichts abge... Na gut. Okay, gehen wir das Ganze nochmal anders an. Was ist denn mit vereinslosen Spielern? Schade. Man hatte ganz kurz so eine sehr unvernünftige Hoffnung. Sind aber ein paar interessante Namen dabei, ne? Ja, zum Beispiel hat auch einfach kein Team gefunden, oder was? Wollen wir den nicht einfach holen? Kann ich einen vereinslosen Spieler holen und in derselben Saison wieder verleihen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, streng genommen müsste es ja gehen. Probieren wir. Ja, als Rechtsverteidiger wollen wir eigentlich keinen, weil da haben wir unser Eigentalent. Guck mal gerade nach den etwas jüngeren. Aber da sind jetzt auch nicht so die Brecher dabei. Aber ich glaube, man könnte... Ich glaube, wir stalken Robin Olesen. Aber wenn der krass ist, dann geht da vielleicht noch was. Nee, rechts außen haben wir tatsächlich unseren besten Spieler. Ah, da haben wir den nächsten. Erinnere ich mich irgendwie gar nicht dran. Ach so, das ist der Henning-Nachfolger, ne? So, Iskan, ist der erstellt? Ja, Iskan ist erstellt. Wenn jemand Gökhan einen neuen Namen geben will, er ist ein Katzenliebhaber, der schnell zufrieden ist, dann gehört der Name für 5 Subgifts tatsächlich euch. Schlag gerne jederzeit zu, ich laufe nicht weg. So, du musst körperlich stärker werden auf jeden Fall. Guck mal, bei meinem Captain hat das geklappt. Wo ist denn die Antifa in der Weile? Können wir gleich mal schauen. Wie ist der Japan, ne?
Guck mal hier, Führungsqualität 9. Ach du Scheiße, da habe ich Vertragsverhandlungen sind gescheitert. Jetzt habe ich mich aber natürlich schon damit angefreundet, dass du gehst. Na, hoffen wir, dass mal das Beste war. Der Federsen in seiner ersten Partie sofort mit dem Treffer. Und Jonathan Jensen, der ist auf jeden Fall am Smurfen. Er macht da einiges richtig. Stimmung 15 in der Mannschaft, das ist echt der Wahnsinn. Wir sind Regionalliga und geben alles, dass sich das im Best Case ein bisschen ändert. Aber ich weiß gar nicht, also Aufstieg die Saison wird schon sackschwer, ne? Ich spiele das Spiel über den EA Launcher, also ich installiere es darüber. Danach spiele ich es natürlich nicht mehr darüber. Ach. Was mich wirklich ärgert, ist, dass ich manchmal so nicht konsequent bin. Ich scout dann wen und dann vergesse ich einfach, was mein Plan war. Und die habe ich doch irgendwen gescoutet. Ein Torwart. Und jetzt hat er wahrscheinlich schon hier. Habe ich den nicht gescoutet? Was macht mein Scout denn? Der ist Robin Olesen. Ist er das? Ja. Hat einfach so ewig gebraucht. Alter, der macht mir ein bisschen Angst. Aber scheint ganz schön krass. Ja, ich finde die Idee auch, ein, zwei vereinslose Alte zu holen, um den Kader so ein bisschen in Stabilität zu kriegen, finde ich gar nicht schlecht. Die im Best Case irgendwie Führungsqualität haben oder so, aber das siehst du den Spieler ja auch nicht an. Das Problem ist einfach nur, dass wir zu wenig Scouts haben und halt auch keine finden können. Keine freien Bandenplätze, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Man sieht aber die Führungsqualität auch nicht, ne? Aber keine spezielle Rolle ist wahrscheinlich immer ein Indikator. Allgemein ganz unten steht es. Okay, mal gleich nochmal drauf. Ja, ich weiß echt noch nicht, wie wir Cirilo in die Mannschaft integriert kriegen. Auf- und Abwertungsrunde ist natürlich jetzt eher... Oh! Okay. Stark. Also Übergewicht. Krass, was will der denn für einen Vertrag? Dass da einfach keiner irgendwie den genug bieten kann.
Na gut. Ja, aber wir verkaufen einfach junge Spieler und kaufen uns dafür potenziell wieder junge Spieler. Wollen wir das oft genug machen? Dann wird das schon irgendwann. Positivste Bilanz einfach Köln. Can't believe it. Okay, jetzt haben wir diesen Olesen aber jetzt zumindest mal zu Ende gescoutet. Aber jetzt ein 65er. Bei allgemein ganz unten. Füßqualität ein 5. So, der ist jetzt ein 65er. Hol ich den dann? Und nehme meinen eigenen Talent? Nee, ne? Ja, also ich überlege, ob Kirillo geht. Da könnte Guerrero auch in die zweite Mannschaft setzen, um ehrlich zu sein, aber könnte er noch 100.000 für den kriegen, was not bad ist. Weil in den Rollen ist er jetzt nicht ganz so relevant. Uns fehlen auf jeden Fall noch. Ehrlicherweise muss er gehen, ne? Den habe ich ein bisschen vergessen zu verkaufen. Den kriegen wir für das Geld nicht weg, ne? Ich meine, der ist an sich ganz cool, aber der ist natürlich für die Stärke sind 155.000 schon sehr, sehr viel. Mal. Willst du nicht wieder 4-1-2-3 spielen? Ich sehe mich da mehr im ZM. Ja. Aber er ist halt ein Ballgewinner. Der baut das Spiel auf. Also eigentlich ist es tatsächlich so besser, ne? Ja, also zwei ZMs, aber ich würde halt Jensen gerne als OM spielen lassen. Von denen erhoffe ich mir jetzt halt schon eine ganze Menge. Aber es ist echt nicht so super einfach, DMs zu finden, mit denen man sich nicht übergibt. Marco geben muss Timeout durch einen random Menschen. Klingt sehr fair. Haben wir hier noch wen? Witzigerweise hat er keinen Vertrag gerade, ne? Könnte man mitnehmen, ohne sich jetzt viel Aufwand zu machen. 21, 2,5 Sterne. Macht man jetzt nicht wahnsinnig viel mit falsch, macht man nicht wahnsinnig viel mit richtig.
Ach, wie nervig. Muss ich jetzt erst meine Finanzen umschippen? Wait, woher kommt das denn, dass die Gehälter so dicke Minus sind? Waren wir nicht hier immer im Plus? Boah, wen hat denn hier ausge... Ah, oh, schwache Nerven, trainiert ungern. Naja. Wir haben einfach zwei bekommen, die... die beide 50k kriegen, right? Kein Problem. Warum kann ich keine Budgetänderung machen? Das wissen wir nicht genau, aber es ist ein bisschen nervig. Okay, ein Angebot ist besser als keins, I guess. Ja, insgesamt ist das alles okay, I guess. Es könnte natürlich alles irgendwie ein bisschen besser laufen, aber es könnte auch schlechter laufen. Wir haben sattes Transferplus wieder. Wir müssen halt unseren... Wer hatte jetzt beste Jugendarbeit letztes Jahr? Hab schon wieder vergessen. Kannst du auch DM spielen? Kannst doch gar nichts, ne? Der soll immer scouten. Was bringt's, golfen zu gehen? Wenn du oft genug golfen gegangen bist, kannst du Golf. Und dann bist du in der Lage, mit deinem Präsident golfen zu gehen. Und dann mag er dich mehr. Und so kannst du der ein oder anderen Kündigung durch Golfen entgehen. Wollt Marco noch verkaufen? Ja, aber dann hat sich Marco beschwert über Marcos Verkauf. Und dann wollte ich das nicht mehr. Wo ist er gegangen? He gone, right? Oh. Topspieler verlässt den Verein. 1964. Ja, es war, ist ein Topspieler. Das ist Marco auch noch sauer, weil David weg ist. Aber bin ich ehrlich, auch das wieder grandios, ne? Jetzt haben wir wieder 90.000. Jetzt haben wir hier Transfervorbereitung. Wer war denn der Letzte? Wenn wir zahlen, ne? Den würden wir aber gerne richtig ausbeuten. Da haben wir da noch mal einen Ersatzmann. Er braucht noch 4 Tage für Scouting. Das geben wir nicht für einen zweiten Scout auf Dauer, ne? So, da muss Erik Schneider bleiben. Ja, ehrlich, Leute, ich setze auf Pogo, ne? Ich glaube, Pogo ist einfach. Würdet ihr eher denjenigen, der das Spiel aufbaut, weiter vorne platzieren oder als erste Anspielstation?
Das ist halt echt eine schwierige Frage, ne? Marketing Manager, ne? So, jetzt müsste ich doch hier eigentlich Henrik Ruhe finden. Aber wir finden ihn nicht. Weißt du, der hat schon einen neuen Club? Ja. Dann müssen wir uns wieder anders holen. Wir wollen Marketing Manager. Nur beste Position. Da wollen wir mal hoffen, ne? Jensen, Pogo spielt, aber Pogo muss man echt sagen, also der muss jetzt sehr bald einen großen Sprung nach vorne machen. Sonst wird es einfach sehr schwierig mit ihm, durch die Saison zu gehen. Ansonsten, ja. Hatten wir hier nicht mal in der Theorie interessierte Clubs? Haben wir immer noch, ne? Zumindest einen. Energie Cottbus. Dann können wir noch einmal mit den Leuten reden. So die letzten Talks. Wir haben keine Feinde, wir haben Verbündete, das ist super. Da brauchen wir mehr Krafttraining. Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass das klappen wird. Also wir haben echt eine gute Mannschaftsstärke, ne? Fast 680. Und das trotz Pogo. Okay. Vielleicht können wir dann jetzt hier nochmal eine Schippe drauflegen, liebes Team. Haben wir eher schlecht gespielt. Ein Eigentor der Gegner. Nehmen wir auch mal mit. Und dann haben die auch noch einen Elfer verschossen. Conado darf noch ran. Dann kommt der Capitano. Capitano. Was war das? Konstantin Rausch nochmal für die letzten Minuten. Ja, geil! Die haben uns das jetzt mal teilweise richtig weggeschossen, ne? Starten wir schön mit einem Sieg. Da habe ich wechselt, das hatten wir schon. Der muss weg, weil der 50.000 kostet. Hat er neues Bescheid? Angebot nachbessern? Ja. Geil, Führungsqualität Nummer 1 verbessert.
Okay. So, jetzt haben wir noch sehr viel Geld für Gehalt. Könnten uns doch irgendeinen Transfer noch holen. Schwächste Position, leider dann doch auch wieder mit der Sturm, ne? Die verhungern da vorne einfach. Die hinten haben teilweise halt auch echt gute Noten, aber der Rest verhungert wirklich an der langen Leine. Das heißt, noch ein DM. Würde ich gerne scouten. Boah, der kriegt jetzt 600.000 Gehalt, das kann ich mir halt niemals leisten. Kannst du mit deinen OM, ein ZM oder ein DM zocken? Ja, aber das fühlt sich immer so bäh an, ne? Bäh. Auffälligste Jugendspieler. Die kennen wir fast alle, ne? Bin da ein richtiger Experte hier. Den kennen wir noch nicht, aber der hat nur 2 Sterne. Ja, da ist keiner krass genug von. Der ist neu, aber der ist auch nicht so toll. Das Ajax Amsterdam A-Jugend gewesen, ne? Ah, aber der hatte schon einmal mit mir geredet, so was Ärgerliches. Hat sich gegen uns entschieden. Aber du sollst doch gerade wen anders scouten. Ah, macht dann noch 4 Tage, okay. Ja, also es ist, ja. Ich würde Pogo halt gerne durchtragen bis in die Bundesliga, ey. Jahreshauptversammlung. Was passiert? Geschwindigkeit muss hin. Als die Bühne betreten, gibt es schüchtern Applaus. Jetzt ist ein Platz rechts neben der Bühne. Der für die Finanzzuständige spricht von einem erfolgreichen Jahr. Das wird mit Publikum Beifall gemacht. Am Ende der Rede weist die Finanzzuständige aber vor die Tatsache hin, dass der Zuschauerschnitt um 400 gestiegen ist. Vorsicht darauf, wenn dazu sein bereits verplant sein. Als nächstes wird Charles Herrmann als bestes Spiel des Jahres ausgelegt. Sportliche Ziele? Ja, ganz okay. Schönste Tor sehen. Dieses Jahr wird kein neuer Präsident gewählt. Ihr Präsident spricht von einem guten Jahr. Dann kündigt die Überraschung. Er hat heute den Vertrag mit Erik Schneider und Zarif verlängert. Klar, klatsche ich. Zum Beispiel, sie geht in seine Rede. Also wirklich der Knabe. Ein Fest, dass die Mannschaft total überaltert ist. Starke Ablehnung. Dass sie viel zu unerfahren sei. Zustimmung. Für ausreichend halten. Zustimmung. Für ein beliebter Bundestrainer. Na gut. Ja, war doch super. Ja, da hat er einfach mal. Der hat da einfach mal mit unserem dritten Innenverteidiger verlängert. Ob ich das will oder nicht. Spielt da nur eine sehr untergeordnete Rolle in dem Moment. Nur mal, ich würde ja nur gerne mal wissen. Was wäre denn, wenn ich den Olsen
haben wollen würde. Weil der hat Selbstvertrauen, hat der Panik. Das heißt, der ist ja potenziell nochmal deutlich stärker. Ich würde gerne wissen, was er haben wollen würde dafür. Mhm. Okay. Hat sich das Thema auch erledigt. Oh mein Gott. So, Nudelsieb, du hast gut trainiert. Ja, wenn wir jetzt eine richtig krasse Hinrunde spielen, vielleicht will dann der eine oder andere doch bleiben, ne? Würde mich irgendwie ganz schön glücklich machen dann. So ein bisschen Sachen abkaspern hier. Dass wir mit denen so ein bisschen geredet haben. Das kannst du mit 3,3 Millionen Bargeld empfangen. Nicht so wahnsinnig viel. Also wenn der Verein mir gehören würde, wäre das alles ein bisschen was anderes. Aber das tut er tatsächlich nicht. Ich denke, wir werden die Budgets auf jeden Fall nochmal verändern. Also alles von Transfer weg. Da ist jetzt noch nichts passiert. Kann man immer noch alles machen. Dann machen wir mal 3 Wechsel. Wichtig. Ganz, ganz stark. Nice, Mann. Schade, wir hatten in der 19. sogar noch eine Chance. Aber das sieht tatsächlich jetzt sehr, sehr gut aus, ne? Viele Schüsse aufs Tor. Viele Optionen und direkt gegen die zwei Leipziger Clubs hintereinander weggespielt und nicht blamiert. Aha. So, jetzt können wir 950.000 ausgeben aus den Fananleihen. Wir können aber gerade tatsächlich kaum was Sinnvolles damit machen. Das heißt, es geht alles in die Baukosten. Und dann bauen wir hier ein fettes Stadion hin. Schön viele BVB-Jugendspieler, das ist korrekt, ja. Also aktuell scheitert es tatsächlich gar nicht irgendwie. Ja, also es scheitert gar nicht daran, dass wir nicht das Geld haben. Sondern gerade ist es eher alles andere irgendwie. Ja, 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 ja. Was kann Dortmund noch anbieten? Nicht so viel, ne? Tatsächlich ein Scout-Paket ist eine coole Sache, ja. Finde ich einen guten Punkt. Zusätzlicher Scout dazu geht alles nichts, weil wir können nicht mehr Mitarbeiter einstellen, bis wir die nicht verbessert haben. Aber tatsächlich könnten wir überlegen, ob wir jetzt
Ja, wen denn? Sag mir doch wenigstens, wen du als jetzt beobachtet hast. What the fuck? Was ist, wenn er für 80k unterschreibt? Oder 70? Und ich ein kleines Handgeld rausschmeiße. Der hat schon... Wir belieben mal. Na gut. Aber wir kommen tatsächlich da nicht weiter. Das heißt, wir gehen wieder auf eine Mannschaft beobachten und wählen wieder Portugal, wolltet ihr mal, ne? Also als willkommene Abwechslung. Portugal, Benfica Lissabon, FC Porto, Sporting Lissabon. Nimm den, der ist besser als ich. No, niemals. So, jetzt müssen wir natürlich die Stadionauslastung jetzt ganz besonders im Blick behalten. Weil wenn das Stadion tatsächlich voll ist, dann werden wir da natürlich auch nochmal uns ordentlich einschenken. Kommen natürlich nicht, aber die Hoffnung war da. Ja, vielleicht müssen wir dann doch noch mal Martin Schulz scouten. Jungs, Qualität ist halt auch trotzdem eher bad. Man kommt halt nicht so richtig dazu, ne? Mit nur einem Scout ist man echt viel busy. Ich meine, pro Woche, das heißt, pro Woche bezahle ich pro Jahr nochmal 100k, ne? Ich gehe mal 200k aus. Und wissen am Ende nicht so richtig, was wir kriegen, ne? Ob sich das rentiert? Anders jetzt mache ich auch immer ein Trainingslager in Mallorca, also. Wen hast du diesmal ausgekramt hier? Aber wieder einen guten. Hm.
Aber das sind ja, ich bezahle ja auch Updates pro Woche. Überlegt mal, wie teuer das ist. 50 Wochen im Jahr bezahle ich 500.000 für sie, ICU. Das ist halt crazy, ne? Ja, wir probieren es jetzt mal. Ja, Fitnesstrainer und so, das ist halt alles sehr, sehr schwierig. Aber die Alten, das sind einfach nicht. Die, das ist es nicht, ne? Wir haben gar nichts ausgeschöpft. Aber wir werden auch nichts ausschöpfen. Das funktioniert aber nicht. Auf nach Portugal, mein Freund. Mal gucken, was er dann noch so rausholt. Sind einfach unendlich teuer, die Jungs. Fika Lissabon hat er zumindest mal so ange... an... Oh, komm, dann scout mir doch nur den. Wenn der sagt, das ist jemand, der 70 haben könnte. Muss ich permanent Beobachter einstellen? Doch, ich glaube schon. Ah, das ist jetzt direkt so ein Mittelfeld-Duell. Der Gewinner darf halt ein bisschen höher schauen. Und da sind wir, der Zonga! Wichtiges Ding. Jetzt können wir in der zweiten Halbzeit hier den Einsatz nochmal ein bisschen erhöhen. Unser Torwart hat eine 1. Das ist natürlich selten ein Zeichen. Oh, und jetzt macht ihn Jensen sogar selber. So, und jetzt bringen wir die Erfahrung rein. Und dann kommen wir auf den letzten Metern. Von Conado nochmal was probieren. Okay. 2-1 Sieg. Tabellenzweiter. Unser Stein ist komplett ausverkauft. Ne? 6500 bis jetzt in jeder Partie. Mit der Fanbeliebtheit. Was ist denn da passiert? Eine Nackenverletzung? Omri, spürst du es? Hast du es im Nacken? Sagt er, die Spandau-Fans sind einfach zu hart. Dana, das ist natürlich sehr schwierig. Tatsächlich mal, wenn er Dana wirklich zusammen war. Aber es sind auch
keine Kimi. So. Ja, wie? Ach gut. Versuchen ihn zu scouten und am Ende wird er gar nicht zu uns. Na gut, na gut. Ich meine, wir haben es wirklich probiert. Ich kann mir da keinen Vorwurf mehr machen. Wir haben wirklich versucht, unser Geld auszugeben. Aber es ist einfach nicht möglich. Das heißt, wir gehen jetzt auf Finanzen. Und dann nehmen wir, warte mal, wie viel kann ich wegnehmen? Sagen wir mal 100.000 hier. Sekunde, wie viel haben wir bei Sonstiges? Ah, das passt. 100.000 hier. Ja, alles, was ich darf. Alles in Baukosten rein. Dann erhöhen wir unser Budget nochmal um 120.000. Dann gehen wir nochmal auf Sponsoren. Und dann wird hier mal ausgebaut, ne? Also man sieht ja immer so ein bisschen... Ich glaube als erstes das Stadion, ne? Solange das Stadion komplett ausgebaut, ausverkauft ist, müssen wir das einfach weiter ausbauen. Wir haben 1,4 Millionen. Zweiter Scout und so, das geht alles nicht. Das geht quasi erst, wenn wir das Vereinsgelände weiter ausbauen. Wo man natürlich jetzt simpel auf die Idee kommen könnte, das zu tun. Es klingelt, ich muss ja gerade gucken, ob Kimi es nicht hört. Mir hat's gehört und ist schon nach unten gelaufen. So, wir müssen halt jetzt gucken, was können wir am ehesten machen? Weil das zum Beispiel kostet jetzt halt nur 700.000. Aber wir haben 4.000 mehr. Hi! Ja, ich habe nur aufgemacht, weil ich nicht wollte, dass du keinen Schlüssel hast oder so. Das sind 1,9. Ja, das sieht jetzt nicht so schick aus, ne? Machen wir es hier. So, was sagt er? 8.000 mehr? Kostet 1,5. Ich würde sagen, das machen wir. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt baut. Was hältst du von den Kranen? Ja, da kommen halt Sitzplätze hin. Die sind teurer, ne?
In unserem Stadion wird bis jetzt ja nur gestanden. Was ist hier ein Oldschool-Stadion? So, hier kann ich echt gerade jeden loben, ne? Stimmung in der Mannschaft generell gut. Richtig schön. Okay, mega. Da gehen wir rein. Gegenkarte hättest du doch Stehplätze machen können. So Union Berlin-Stil, oder was? Ja. Das ist wahrscheinlich recht. So, in einer Woche ist es vorbei mit irgendwas an Sachen. Also einen neuen Spieler verpflichten. Und ich sehe jetzt hier nicht mehr die Option, noch wen aus dem Hut zu zaubern. Ja, ich glaube, da kommt nichts mehr. Was aber auch okay ist. Blick nochmal so ein bisschen durch, ob wir noch irgendwo was sehen. Gerade so Richtung DM, ne? Ja, warum nicht? Aber kann man nicht sogar Jugendspieler in dem Spiel zu jedem Zeitpunkt holen? Oder bilde ich mir das ein? Weil wir haben wir doch auch zu absurdesten Zeitpunkten Spieler geholt. Weil eigentlich müsste es ja immer Winterpause und so nur gehen. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Wenn er von euch wer ein Gefühl hat, sagt es mir gerne. Bei der Freiburger Jugend hatte ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Aber so ist es manchmal, ne? Wir können auch mal bei Ajax vorbeigehen. Ich glaube, erstmal und später in Sitzplätze umwandeln. Geht das? Ich habe Stadionmanager wirklich nie benutzt, ey. Also es ist jetzt literally das erste Mal in meinem Leben, dass ich das mache. Ja, der will natürlich weiterhin nicht. Ja, das ist alles nicht. Gucken wir uns noch Portugal an. Wird da schon was gescoutet haben? Ach, der wollte nicht, ne? Enttäuschend. Ja, viel Zeit tatsächlich in dieser Transferrunde damit verbracht, Dinge zu tun, die nichts gebracht haben. Ne? Gucken wir mal. Oh, Erster gegen Zweiten. Das wäre natürlich jetzt ein Hammer, ne? Boah, da hatten wir richtig viele Chancen.
Let's go, der Zonga wieder. Und wieder die Vorlage von den Dias. Also dafür, dass letzte Saison gar nichts über rechts außen ging, muss man echt sagen, jetzt geht da echt deutlich mehr. Aktuell wird in der Regionalliga gespielt, die auch echt so ein kleines Nadelöhr sein könnte. Da waren echt Chancen für drei Spiele gerade. Eine Verletzung zu beklagen. Omrid hatte während der Woche schon über Nackenschmerzen geklagt. Wahrscheinlich beim Zweikampf hier abgeholzt worden. Das war das erste Spiel, was nicht ausverkauft war. Wobei, es kann auch sein, dass einfach nur eine Tribüne gesperrt ist wegen dem Umbau. Der Henning-Nachfolger schlägt sofort zu. Also das große Problem ist wirklich, wenn die zur Winterpause alle immer noch nicht wollen. Ach Mann, ich hatte noch abgebrochen. Ja, holen wir nicht. Wer bist du? Ja, sehe ich jetzt nicht so den Grund für davon einzuholen. Die blauen Kugeln sind einfach, dass keine Spieler aus der EU sind. Das ist gerade sowas. Also, ist einfach wichtig hinten raus. Toll. Ja. Ich hätte die Bora nochmal ein Angebot machen können und nochmal gucken, was passiert, aber. Wie lange ist er verletzt? Prellung. Aber tatsächlich in der Innenverteidigung sieht es ja eigentlich auch ganz gut aus. Das ist gar nicht so schlimm, wenn er mal einer rausfällt. In this dark night, it's too hard for me to say now. If the rays of hope will shine again someday. And if I might be spared as the tempest. Ja. Dann simulieren wir jetzt mal ein bisschen was weg, ne? Jetzt ist ja der Teil, der lange dauern sollte, eigentlich eher durch. Natürlich jetzt immer erstmal wieder die Leute, mit denen wir noch nicht so viel geredet haben. Ich sage aber, ein Raphael, der 40 Jahre ist, er soll mal mehr trainieren. Das ist schon eher witzig. Wollen wir mal gucken, was drin ist. Komm, Remis schaffen wir auf jeden Fall. Erstmal, dass ich so eine Ansage wieder mache. Keiner regrettet. Here we go, ja.
wichtig. Ja, man mit einem gebrauchten Tag, dann geht er sofort runter. Der Rest darf weitermachen. Komm, lass mal für aussehen sorgen. Wir riskieren mal richtig viel mit so einer Ansprache jetzt. Zu viel gewollt? Bin ich gespannt, wie viel das schon die Stimmung killt, ne? Präsident Knabe auf jeden Fall direkt ein bisschen was. Einfach von Liverpool. Robin Olsen ist am Ende tatsächlich noch irgendwo hingewechselt. Das kaum zu glauben ist, weil der wirklich sehr, sehr teuer war. Kommende Nationalspieler, nehmen wir gerne mit, vor allem auch schon 17. Den hat er hier entdeckt. Bist du froh, Natur? Bin ich mal gespannt. Wenn das wieder ein 8-Sterne-Talent ist, wie Pogo, dann geht's richtig rein, ey. Sitze-Defekt. Ich baue doch gerade neue. Das ist ja eine Frechheit. So, das ist da natürlich jetzt weiter dabei. 35.000 geben wir gerne aus. Also der wird jetzt weiter die Teams abscouten. Gerade die Jugendmannschaften. Während wir hier weiter... Oh, was ist hier passiert? 5 Tage. Okay. Halb so wild. Ombre ist auch schon wieder fit. Sehr, sehr gutes. Danke an Nuckel. Nuckel VR. Unter heutigen Fußballbedingungen schon eher witzig. Nee, wir hatten tatsächlich einen kommenden Nationalspieler, der 8 Sterne hatte. Ich war ja genauso überrascht wie ihr. Oder ich habe mich damals nur verschaut, aber das wäre natürlich schade. Du bist im nächsten Spiel von Anfang an dabei, nachdem sein Kumpel sich verletzt hat. Ist das auch eher einfach. So, ja, dann hoffen wir mal, dass Konadu, den wollten wir ja eigentlich mal jetzt die Nummer 1 im Sturm haben. Das hat sich dann ehrlicherweise nicht so ganz ergeben. Boah, das kann man jetzt wirklich aus dem Nichts. Man hat 1000 Chancen. Dann ändern wir mal unsere Aufstellung. Offensichtlich laufen wir da ja gegen Wände.
Ja. Aber ich bin auch ehrlich, also... Der hat sich jetzt so gar nicht danach angefühlt. Da würde ich ein Thomas Tuchel-Interview nachher geben. Das ist ja wirklich ganz grober Unfug. Kommt natürlich sofort wieder der Knabe ins Büro, ne? Na du? Wie bitte? Ich weiß nicht, meine Freundin meinte so lange, wie ich möchte. Aber meine Freundin hat ein bisschen ihre Meinung geändert, oder? Oh. Ja, komm, wieder mal 50.000. Nee, meine Sehnsucht, mein Hund hat Durchfall. Wollen wir wetten? Also, willst du essen? Also, musst du raus? Aber kannst du kurz warten, ich kann auch mit dir raus. Okay. So, warum sind wir jetzt gerade da so gescheitert? Wir wissen es nicht so richtig, ne? Ich würde gerne zumindest noch sehen, wie cool der neue Jugendspieler ist. Wait, ist das... Hä? Die bauen das Step by Step wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Also jetzt ist scheinbar eine Kurve schon fertig und der Rest halt noch nicht. Boah, wir spielen gegen Zwickau. Pass auf dich auf! Der Zonga! Vielleicht sind wir einfach gegen gute Teams besser. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit diesen riskanten Ansprachen, ne? Weil es geht schon hier dann doch ab und zu mal schief. Bring mal rausschreien. Ich glaube, so ein bisschen Erfahrung in solchen Momenten ist schon nicht so schlecht, ne? Die Spielergespräche? Das kannst du besser. Okay. Und der Zonga wieder. Ah. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich wüsste ja gerne, ob Zonga bei mir die Freistöße schießt oder wieder immer die Tore macht oder dass irgendwer einen Assist kriegt. Das ist ja insane. Vogel raus, wo der ist kacke. Nein! Wir glauben an ihn. Ist ein bisschen stuck, der irgendwie, ja, aber trotzdem. Alter, 65.000. Ich sag, der wird 4 Sterne haben. Ja. Richard hat garantiert mega gut trainiert. Es sind halt diese jungen Willen, die trainieren halt auch wirklich gut, ne?
Okay. Ja, wenn wir jetzt noch ein gutes Ergebnis haben. Ist halt 8. gegen 7., ne? Da geht's schon um viel. Und da ist der Jensen, ne? Ei, Paul Scholl. Mann, den mag ich. Der Zonga wieder, aber diesmal mit einer Vorlage. Ich habe auch tatsächlich überhaupt nicht nachgeschaut, ob das so war, wie ich es mir vorstelle. So, wir haben hier mal eine gute Note. Das passiert so selten. Dass er sofort raus muss. Vor Begeisterung. Das war übrigens unser letztes Spiel der Hinrunde, wenn ihr euch erinnert. Was ehrlicherweise nur so lala lief. Wo wir noch den 14. Platz machen wollten, aber es gar nicht geschafft haben. Das wäre gegen die. Und jetzt werden die ja einfach 2-0 abserviert. Platz 4 für die Eintracht. 2 Punkte vom ersten entfernt. Die Liga ist so eng, ne? 3,5 Sterne, 3,5 Sterne, 41 Stärke. Ich sag 45 Stärke, 4 Sterne. Oder irgendwann kostet er eine Mille. Wen hast du diesmal entdeckt? Verletzungsanfälliger, weiß ich ja gar nicht. Nochmal überboten. Ey, es ist ja wirklich. So, wir gehen mal wieder aussortieren, ne? Aber wie viele Torhüter habe ich denn hier? Das wäre der Wahnsinn. Und warum spielst du nicht? Also wirklich manchmal fragt man sich, was da abläuft. Und wie geht's meiner zweiten Mannschaft? Der geht super, ne? Ja, das ist doch klasse. 3,5, 51 Stärke. Boah, 51 Stärke wäre aber stark, ne? Alle FC, die waren letztes Jahr auch sehr weit oben. Da müssen wir aufpassen. Scholl kann schon mal wieder spielen. Ja, also ich weiß nicht, hat das einfach gar keinen Indikator? Also heißt das einfach nur, dass Eupen reich ist? Quelle, vertrau mir, Bruder. Okay. Der Hadischer FC, ich glaube, da hatten wir auch diese 5-1-Klatsche, oder? Ah, das waren zumindest viele Ecken oder sowas. Wie wir da gerade hatten. Nude sieht mit einer hervorragenden Leistung. Es ist natürlich die Frage, ob man hier nochmal einen mutigen Wechsel macht oder nicht. Ich glaube, wir lassen die erstmal. Und jetzt gehen wir nochmal den Einsatz erhöhen. Der Trainer ist besser als der aktuelle Manager. Das sind zwei sehr unterschiedliche Spiele, die ich finde, die man nicht so wirklich miteinander vergleichen kann. Das ist jetzt richtig scheiße. Mann, das kostet auch richtig viele Ansprachepunkte jetzt. Weil wir noch ausgerechnet mit 2 Punkten Unterschied verloren haben. Das wird auf der Stimmung auch auf jeden Fall wehtun. Jugendspieler kommt zu ihnen. Gucken wir doch direkt nach.
Ho! Mensch! Harte Freistöße, nervenstark, leider ein Einzelspieler, aber 50 im offensiven Mittelfeld. 4 volle Sterne und 17. Und harte Freistöße natürlich auch direkt wieder so ein Thema, ne? Huge. Und probieren ihn direkt mal für 5 Jahre zu nehmen. Unser Raphael-Ersatz, so ist es nämlich. Computeranlage zusammengebrochen, 2% weniger Zuschauer. Gegen Hertha 2. Ja, der zweite Teil wird irgendwo hochgeladen. Also erstmal kann man den 24-Stunden-Stream jetzt wieder auf Twitch sehen, weil wir den als Highlight freigeschaltet haben. Und das kommt auch, aber das kommt erstmal nach den ganzen Subnautica-Teilen, also ungefähr 2 Wochen. Wegen Nebelspiel abgesagt. Dann haben wir hier. Jetzt ist aber hier auch wirklich Highlife, ne? Oh, schwierig und nachtragend. Ja. Kann man vielleicht verkaufen. Mann. Okay, wir müssen aber ein bisschen schauen, ob wir nicht Spielerverträge verlängern können, ne? Mit Schwingen haben wir immer Probleme, bis jetzt ja ultra. Mann, warum ist das denn so? Ist krass, ne? Die wollen alle gar nicht. Das heißt, wir müssen die auch alle verhökern in der Winterpause. Und die dann zu ersetzen, wird ja auch wieder gar nicht drin sein, ne? Und mit der, die jetzt nicht weiter... Hat er die jetzt nochmal so angescoutet oder was? Ja. Das heißt, was muss ich dem sagen? Permanent beobachten. Können auch noch ein paar mehr dazu. Da sollte mal ein bisschen was machen. Okay, müssen wir noch mal ein bisschen uns unterhalten? Nee, ne? Ach, vorbei doch. Passt schon. Hast du mal den, der im Vertrag gesprochen?
Ja, genau das habe ich gerade jedes Mal gemacht. Und das war wieder eine sehr risikoreiche Ansprache, ne? Aber wenn es obere Tabellehälfte sein soll, dann müssen wir Hertha 2 leider auch einfach schlagen, ne? Da sind wir sogar doppelt. Und doppelt sind wir ja am liebsten. Alter, es ging mir den ab. 3 gelbe Karten und dann noch eine Verletzung hinterher. Nice. Stadion erste Mannschaft ist abgeschlossen. Das ist wirklich ein riesiges Stadion. Da können wir echt nur hoffen, dass das jetzt auch immer voll sein wird. Boah, meine Rigo ist richtig eng. Aber es gibt ja auch immer mehrere, ne? Ist der verletzt zur Welt gekommen hier, oder was? Aber der ist echt super. Also den müssen wir auch ganz, ganz schnell nach oben ziehen. Warum spielt er nicht? Der Chonga wieder. Bisschen Härte in der Partie. Aber das gefällt mir eigentlich. Wechseln wir trotzdem zweifach aus. Wir haben jetzt hier eigentlich immer diesen schönen Wechsel mit Rausch kommt rein und die wechseln die Seiten, weil der Iskan einfach auf beiden Seiten eine Maschine ist. Und dann würde ich hier gerne taktikmäßig auf 100% gehen, um die Führung zu verteidigen. Pogo hat sich hier mal wieder eine gelbe eingefangen. Dafür kommt Tagi. Ja, Mann, der Hermann nochmal. Er hat schon länger nicht mehr getroffen, ne? Der war lange Zeit, war der ja eigentlich sehr, sehr, sehr treffsicher. Ist doch so krass, wie hier keiner eine gute Tordifferenz hat, ne? 11. Spieltag und wir sind ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ist ja immer nur gelbe und vierer. Langsam werde ich zum schlimmen Finger. Ja, du hast halt eine Aufgabe und du setzt die gut um. Uiuiui. 600.000 für Omre. Boah. Also 600.000 sind ein halbes Stadionausbau, ne? Aber fairerweise geht der Vertrag von Omre mal noch was länger. Boah. So. Ja, Kinder. Ich würde sagen, damit können wir doch gut pausieren. Wir haben wieder fantastische Jugendspieler. Wir haben echt einiges dabei. Gerade der Emil Koch auch. Und der B-Jugend noch. Ich meine, der ist jetzt ein 46er mit was? 15? Wirklich mit 15. Das ist halt der Wahnsinn, ne?
Also da geht richtig was. Der Graf kommt auch noch. Ja, muss man sagen, der Pogo, der struggelt ein bisschen, ne? 57, der ist immer noch nicht so ganz auf dem Niveau der Rest der Mannschaft, aber wir haben eine gute Form und alles ist ready. Ich glaube, es wird sehr geil. Sehr, 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 sehr nice.